Und dann, der Psalm fängt an mit einer Frage. Ich mag gern Predigte anfangen, wie anfangen mit einer Frage. Und du wirst zweimal die Frage lesen und dann 3 Sekunden warten und dann nicht weiter. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen, nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert, der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Die meisten Leute müssten jetzt von euch den Kopf senken. Wer darf auf dem Berg, wer darf im Zelt, wer darf in die Gegenwart Gottes, wer darf zu Gott kommen? Und plötzlich steht eine ganze Liste und wahrscheinlich möchte ich mal sagen heute Morgen, es ist niemand da, wie das packt. Dann sage ich, mal geh nach Hause, tschüss. Und die meisten Christen, wie das hören, wie das lesen, neige den Kopf und dann die meisten Prediger probier das zu packen. Und weißt du was, es geht nicht. Aber ich habe eine gute Nachricht, dieser Psalm ist geschrieben für das Alte Testament. Und es ist gut, diese Frage, wer darf in die Gegenwart Gottes kommen? Wer darf im Zelt sein? Wer darf auf den Berg gehen, Weisung von Gott bekommen? Ich gebe euch die Antwort, der wie glaubt, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Der wie glaubt, dass Jesus Christus durch sein Blut alle deine Sünde zugedeckt hat. Der darf auf den Berg gehen. Wir müssen ein Verständnis haben, müssen das Alte Testament lesen mit der Erkenntnis vom Neuen Testament. Und viele Christen, die dieses Problem haben mit Gesetzlichkeit, die leben immer einen Fuß im Alten Testament und einen Fuß im Neuen Testament und sie verstehen es nicht und sie probieren es. Und die Bibel sagt, wenn du ein Stück vom Gesetz nimmst, dann musst du das ganze Gesetz fressen. Und ich kann das sagen, es tut weh. Und es macht krank. Und es macht religiös. Und du wirst es nie packen, weil niemand es gepackt hat, außer Jesus Christus. Amen. Und wenn wir dieses Verständnis haben, das Alte Testament lesen, in der Erkenntnis im Heiligen Geist, mit dem Licht des Neuen Testaments, wird das Alte Testament für uns ein Segen sein. Aber wenn wir das Alte Testament lesen, wie mit dem Erkenntnis des Alten Testamentes nur, dann wird das Alte Testament teilweise für uns ein Fluch sein. Das habe ich auch nicht geschockt heute Morgen, aber es ist gut so. Wer darf in die Gegenwart Gottes kommen? Wer darf am Berg wohnen? Wer darf sich vor den Thron Gottes hingehen? Die, die Jesus Christus angenommen haben als Erlöser und die, die glauben, dass Jesus alle ihre Sünde vergeben hat. Punkt. Und jetzt möchte ich euch schockieren. Darf ein Alkoholiker in die Gegenwart Gottes kommen? Darf ein Drogenabhängiger in die Gegenwart Gottes kommen? Darf ein schlimmer Sünder in die Gegenwart Gottes kommen? Und das ist für mich diese Gnade, dass wenn du die schlimmste Sünde gemacht hast, darfst du rennen in die Gegenwart Gottes. Gestern Abend habe ich über einen Satz gepredigt und viele Leute sind heute Morgen gekommen und gesagt, hey, das hat zur Befreiung gegeben. Dieses Selbstschuldsein. Die Schuld auf sich laden. Die Schuld müssen wir auf Jesus laden. Und jetzt möchte ich halt den zweiten Schock heute Morgen verpassen mit diesen Sachen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Erkenntnis haben. Viele Prediger, die wissen es ja nicht anders, sie haben es ja auch teilweise in der Bibelschule gelernt, ist immer ein Fuß Alte Testament, ein Fuß Neue Testament. Ein Fuß Gnade, ein Fuß Gesetz. Und sieht immer so dazwischen drin.
Und ich glaube, es gibt so einen Satz, wie dieselbe Kraft hat wie der gestern Abend. Und da kennt ihr wahrscheinlich alle. Wenn du Christ willst werden, mach dein Leben in Ordnung. Habt ihr das Satz auch schon gehört? Mach zuerst dein Leben in Ordnung. Was ist das, dein Leben in Ordnung machen? Dein Leben, dein Charakter so verwandeln, dass du endlich auf den Berg kannst gehen. Und es gibt Christen, die probieren ihr Leben zu verändern seit 20, 30 Jahren und sie erkennen im Moment, sie packen es nicht. Dieser Satz, mach dein Leben in Ordnung, ist eine Lüge vom Teufel. Es ist alttestamentlich. Geh in die Gegenwart Gottes und er wird dein Leben in Ordnung bringen. Kannst du glauben, dass Gott fähig ist, dein Leben in Ordnung zu bringen? Kannst du glauben, dass wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, plötzlich ist diese Sehnsucht nach Rauchen, nach Drogen, nach okkulter Musik, alles weggeht? Mach dein Leben in Ordnung. Ich habe das als Kind schon gehört. Und ich habe das in viele Predigten gehört. Ich habe es in viele Gespräche gehört. Junge, mach dein Leben in Ordnung, dann können wir dich gebrauchen als Mitarbeiter, als Ältester, weiß nicht was. Mach dein Leben in Ordnung. Und dann gehen die Leute nach Hause und die haben die Verantwortung. Jetzt muss ich mein Leben in Ordnung bringen. Als ich frisch gläubig wurde, habe ich irgendwo in der Gemeinde einen so einen Prospekt gesehen und da stand Seminar über Geistesgabe. Und ich habe mich sofort angemeldet, das Thema hat mich total interessiert. Und das war in Schloss Nannenburg in Deutschland, war da ein Seminar. Und ich habe mich dort angemeldet und ich war total interessiert. Und dann der erste Tag war ein älterer Bruder dort und er hat gepredigt. Überall gesagt, vor, dass wir Korinther 12 und Korinther 14 nehmen, nehmen wir Korinther 13. Diese Kapitel über Liebe. Und wenn er das packt, dann können wir erst in 12 und in 14 gehen. Boah. Natürlich, ich war ganz der Einzige, der frisch gläubig war. Die anderen waren schon alle so christliche ältere Hase. Und dann haben wir diese Korinther 13 gelernt, die Liebe. Und dann sagt dieser Mann mit einem wunderbaren Erkenntnis, er sagt, weißt du, da wo das Wort Liebe steht, musst du deinen Namen reintragen. Ich habe angefangen, Piero ist geduldig, Piero ist das, Piero ist das. No. Aber ich war 2-3 Monate gläubig und ich habe Entschuldigung gehabt. Ich komme von der anderen Seite und habe gesagt, okay, ich werde das packen. Und ich werde nach Hause gehen und werde alle Tage Korinther 13 lesen, bis ich Piero reinschreiben kann. Ja, ja, ich habe einen Wille und ich habe einen Charakter. Und ich bin heimgegangen. Ich habe meiner Frau gesagt, da wo Liebe steht, da macht Piero rein, du wirst sehen, ich werde das packen. Und ich habe es probiert, jeden Tag. Und ich habe gebetet, Piero ist geduldig, Piero ist das, Piero ist sanftmütig, Piero ist das. Wer glaubt denn, wie lange ich gebraucht habe, es zum Packen? Ich habe es probiert, ganz ehrlich, von ganzem Herzen. Ich habe es geglaubt, ich wollte da, dass Piero reinsteht und es stimmt. Und wie mehr ich es probiert habe, schlimmer wurde es. Weißt du, und danach ein paar Wochen habe ich resigniert. Und wenn die Korinther 12 und 14 nicht so interessant gewesen wäre, hätte ich die Seite von der Bibel rausgerissen. Dass ich nicht zufälligerweise draufkomme. Und die, die mich kennen, ich habe bestimmt 15 Jahre als Pastor nie über Korinther 13 gepredigt. Weil ich möchte kein Heuchler sein. Ich habe ganz viele Fehler, aber Heuchler möchte ich nicht sein. Ich kann nicht in der anderen Leute sagen, mach deinen Namen ein, wenn ich selbst nicht packe. Dann habe ich über Korinther 13 nie gepredigt. Und dann weiß ich noch, am Samstagabend will ich nach Zinsheim, ich muss predigen dort. Und dann habe ich gesagt, Herr, über was soll ich predigen? Herr, wisst ihr, was kommt? Piero, Korinther 13. Und ich sagte, Herr, ich predige über die ganze Bibel vom Anfang bis in der Offenbarung, aber das nicht, weil ich bin kein Heuchler. Und dann brüchte ich mit Gott so geboxt. Nein, mache ich nicht. Und wenn ich schon Gott Nein sage, dann sagt er nichts mehr. Ich weiß nicht, er lächelt immer dann. Er weiß ganz genau, Piero kommt zurück. Und dann war kurz vor 8, ich sage, Herr. Und dann sagt er, Piero, du hast einen Fehler gemacht. Du darfst nicht Piero reinschreiben, schreib Jesus rein.
Lesen mal Korinther 13, jedes Mal, wie das Wort Liebe kommt, kommt Jesus rein. Jesus ist geduldig, Jesus ist das. Aber dann habe ich ihn erwischt und habe gesagt, bei Jesus, du glaubst nicht alles. Nämlich die Leute, die alles glauben, die sind blöd. Stimmt doch. Und ich habe gesagt, Jesus, das ist alles okay, aber da, du glaubst alles, das glaube ich jetzt nicht. Das kann nicht sein. Und da sagt der Piero, wie viel Mal bist du zu mir gekommen und hast gesagt, vergib mir, ich mache das nicht mehr. Und ich habe dir geglaubt und du hast es immer wieder gemacht. Wenn du zu mir kommst und du kommst mit deinem Herz und schüttest mir aus, dann glaube ich's. Ich glaube dir viel mehr, als du das selbst glaubst. Okay, dann habe ich resigniert und seit diesem Tag liebe ich wieder Korinther 13. Und ich merkte, Jesus kann es verändern, nicht ich. Bringt dein Leben in Ordnung, ist eine religiöse Lüge. Du kannst dein Leben nicht in Ordnung bringen. Gott kann es machen. Ich habe euch erzählt, ich komme von einer christlichen Familie. Mein Großvater hat gepredigt, mein Papa hat gepredigt. Wir waren keine bekannten große Prediger, aber es waren Männer Gottes. Waren tiefgläubig, aber sie hatten alle in meiner Familie ein Problem. Das war Jähzorn. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Zorn, wie du plötzlich nicht kontrollieren kannst. Und meine Mama hat mal Geschichte erzählt, auch von ihrem Vater, wie ein ganz toller Mann Gottes war. Aber wenn so ein paar Punkte, wenn das berührt worden ist, ist es plötzlich hochgekommen. Und das sind öfters Leute, die nicht allein jähzornig sind, sondern auch dann der Moment gewalttätig, nicht allein in Wort, aber auch in Gestik. Und ich war von, möchte sagen, von meinem Wesen her, schon immer mehr freundlicher Mensch und ein kollegialer Mensch und Kontakt mit allem. Aber es gab so ein paar Punkte in meinem Leben, wenn du die berührt hast, ist es hochgekommen. Und weißt du was, das kann man nicht mehr kontrollieren. Es gibt so einen Moment, wo bist du außer Kontrolle. Und es gab so einen Hauptproblem, wie vielleicht Männer kennen, und das geschieht manchmal, wenn du Auto fährst. Man kann das vom Verstand gar nicht verstehen. Und ich war gläubig, ich habe mein Leben Jesus gegeben, und das ist eine Begebenheit, wie ich nie vergessen kann. Ich fahre mit meinem Auto Richtung Autobahn, und da, wo die alte Straße war, wo jetzt in Heidelberg IKEA ist, da an dieser Kreuzung kommt ein Junge mit einem Auto. Und dann nimmt man die Vorfahrt weg und ich gebe ihm Lichthube und dann zeigt man seinen Finger. Es kam plötzlich hoch. Ich bin froh, dass er ein schnelleres Auto wie ich gehabt hat. Aber ich bin früher schon von Auto rausgestiegen und habe Gewalt angewendet. Mein Verstand sagt, das kann man nicht machen. Aber weißt du was, wenn das hochkommt und du kannst es nicht mehr kontrollieren, es ist ein furchtbares. Und ich habe es auch in meinem Leben erlebt, dass manchmal ich... dass es gekommen ist, wo ich mit jemandem Streit gehabt habe, wo ich gesehen habe, meine Hand oder meine Faust geht weg und sie landet im Gesicht vom anderen. Ich habe es gesehen und plötzlich habe ich erst realisiert, was passiert ist. Sodass es ging schneller, als ich kontrollieren konnte. Und da diese Tage im IKEA, kam plötzlich wieder dieses hoch und ich hätte ihn so gern gefangen, ich hätte ihn vom Auto rausgezerrt auf der Straße, verstehst du? Es kam hoch und dann weiß ich noch, dass ich sofort am Parkplatz und ich gehe vom Parkplatz raus und innerlich breche ich zusammen, ich bin Christ und hätte jetzt jemand verprügelt, wenn er rausgekommen wäre, ohne zu kontrollieren. Und es war für mich so schlimm und ich weiß noch, ich sitze da, ich habe meine Hände am Lenkrad und ich breche zusammen und ich sage, Jesus, kannst du mir das wegnehmen? Und ich weinte auf diesem Parkplatz und ich spürte in einer Sekunde, es war weg. Und ich habe es niemals mehr bekommen. Du und ich, wir können unser Leben nicht in Ordnung bringen. Wir können teilweise durch eigene Kraft Sachen verändern. Aber weißt du was, das ist wieder Leistungsdenken. Ich glaube an einen Gott, wie alles kann. Glaubt ihr das auch? Wir haben einen Gott, wie alles kann. Und weißt du, und das geschieht meistens nicht in Gemeinde, wo man sagt, veränder dich. Sondern es geschieht öfters in Orten, wo dieser Aufwind da ist und du kommst in die Gegenwart Gottes. Jesus ist Licht.
Gott ist Licht. Amen. Er ist Licht. Und Sünde ist immer Dunkelheit. Und wenn du und ich, wir sündigen, dann kommt sofort eine Masse der Dunkelheit über dich. Ist es da? Und weißt du was? Es fällt manchmal schwer, wenn diese Dunkelheit da ist, ein Licht zu machen, einen Schritt zu machen Richtung Licht. Aber jeder Schritt, wie du machst, in das Licht hinein, gibt es eine Konfrontation zwischen Licht und Dunkelheit. Und vielleicht bist du da heute und du hast so viel Dunkelheit, dass das Licht vom Thron Gottes ausgeht. Und Gott sitzt im Schwarzen und Jesus sucht die Taschenlampe. Weil du mit deiner Sünde zu Gott gekommen bist. Und der ganze Himmel ist ausgegangen. Boah, das glaubt doch niemand. Weißt du warum? Weil das Licht immer stärker ist als die Dunkelheit. Und wenn du es nicht glaubst, komm heute Abend am Punkt 12 hier in den Raum rein. Wenn es ganz dunkel ist und du machst das Licht an, du wirst sehen, wer gewinnt. Plötzlich werden die Lampen ganz schwarz da oben. Nein, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus gestorben ist für dich und sein Blut wird alle deine Sünde zudecken und hat alle deine Sünde zugedeckt, dann hast du einen Pass. Der Pass für den Thron Gottes gehen. Du darfst hochgehen. Ist egal, was du gemacht hast. Und ganz besonders, wenn du schlimme Sachen gemacht hast. Geh hoch. Geh sofort hoch auf diesen Berg. Geh sofort in dieses Zelt hinein. Geh sofort hin und du wirst sehen, diese Dunkelheit, die auf dich gekommen ist, weil du gesündigt hast in deine Gedanken, in deine Seele, sie wird weggehen. Aber weißt du was? Es gibt einen religiösen Geist, der möchte dich festhalten. Stell dir mal vor, du hast gesündigt, dieses Dunkle kommt auf dich, du bist in der Dunkelheit drin, aber du weißt etwas, jemand ist für mich gestorben, ich darf zum Vater gehen, ich darf zu Jesus gehen und du willst dann vorgehen und dann gibt es eine dunkle Masse oder einen religiösen Geist und der hält dich fest. Und weißt du, was der sagt zu dir? Mach dein Leben in Ordnung. Oh ja, so kann ich nicht zu Gott kommen. Obwohl die, ich weiß nicht, ob er schon mal die Evangelisation gesehen hat von Billy Graham. Was begriff ich für euch, wenn dann ein Aufruf macht und dieses schöne Lied kommt, wie heißt es wieder, ich komme zu dir, wie ich bin. Weißt du, die Leute bekehren sich, ich komme, wie ich bin. Und dann bekehren sie sich, kommen zu Jesus, wie sie sind, und dann probieren sie, sich selbst zu verändern, sich selbst in Ordnung zu machen. Und weißt du was, dein Wachstum bleibt sofort stehen. Wenn du gesündigt hast, und dein Gewissen, und der Teufel benutzt immer dein Gewissen und der religiöse Geist tut immer dein Gewissen berühren, dann hältst du dich fest und sagt, mach dein Leben in Ordnung. Und dann probierst du dein Leben in Ordnung zu bringen. Und wie mehr du dein Leben in Ordnung bringst, wie mehr wirst du Erkenntnis bekommen in deinem Gewissen, in diesem Baum des Gute und des Schlechte, wirst du Erkenntnis bekommen. Und das stimmt noch nicht. Und das musst du verändern. Und das musst du verändern. Und dann bist du wie das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre drehst du. Du machst dein Leben in Ordnung, um religiöser zu werden, um Gott zu begegnen können, um heilig zu sein, um vor den Thron Gottes zu gehen. Weißt du was? Das ist nichts anderes als Leistungsevangelium. Das hat nichts zu tun mit dem, was Jesus gemacht hat. Nur zur Erinnerung, als Jesus starb für dich und für mich, im Moment, wie er gestorben ist, ist etwas passiert. Ist im Allerheiligsten Tempel der Vorhang zerrissen von oben bis runter. Früher durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr reingehen. Und wenn er da reingegangen ist und hat einen Fehler gemacht, ist er tot umgefallen. Und das ist der Grund, warum er eine Schnur am Fuß gehabt hat, dass man rausziehen konnte, wenn er tot umgefallen wäre. Es war gefährlich. Aber Jesus ist gestorben, der Vorhang ist zerrissen. Das bedeutet, dass jeder, wie glaubt, dass Jesus
durch seinen Tod das gemacht hat, darf durch diesen Vorrang, wie offen ist, reingehen, zu Gott gehen, zu seinem Vater und ihm begegnen. Und weißt du was, dann wirst du entdecken, dass das Licht, die Wärme heilend ist, befreiend ist und er wird dein Leben in Ordnung bringen. Es gibt nichts Schlimmes, dass wir etwas verändern wollen, was Gott uns geschenkt hat. Stimmt das? Gott hat uns Charakterzüge gegeben, wo er benutzen möchte, Charakterzüge, wie wir selbst gar nicht mögen. Ich will jetzt nicht erzählen, aber es gibt einige Charakterzüge mir, wie ich gar nicht mag und wie ich so gern verändern würde, wo Gott sagt, nein, Piero, die werde ich gebrauchen. Ich würde gern manchmal anders sein. Ich würde mich gern manchmal verändern. Kennt ihr das? Und Gott sagt, nein, so wie du bist, ich habe dich so geschaffen, so werde ich dich gebrauchen. Und ich habe öfters gehadert damit. Und ich probiere in meinem Leben es mehr und mehr, wie ich älter werde, zu akzeptieren. Gott wird dein Leben in Ordnung bringen, du nicht. Wenn du diesen Glauben hast, dass Jesus dein Leben in Ordnung bringt, und wenn du gesündigt hast, dass im selben Moment sofort vor den Thron Gottes gehen kannst, du kannst ihn anbeten, du kannst ihn besuchen. Wenn du das hast, dann wird der Ankläger der Brüder, dieser religiöse Geist, wie probiert, dass du Leistung wieder alles in Ordnung bringt. Du wirst ihn so abhängen jedes Mal. Du wirst ihn mitschleppen, bis er loslässt. Wenn du anfängst mit ihm zu diskutieren, hast du verloren. Es ist wenn und aber, Jesus hat alle meine Sünde vergeben. Und ich kann mein Leben nicht in Ordnung bringen. Und alles das, was ich gemacht habe, kann ich nicht in Ordnung bringen. Und das, was der Heilige Geist mir zeigt, was ich machen soll, wo ich zu Leuten gehe oder soll mich entschuldigen, das mache ich. Aber nicht mehr. Nicht das, was mein Gewissen sagt, sondern das, was der Heilige Geist sagt. Wir leben eine Zeit, ich möchte so einen Schritt ins Prophetische machen, wir leben eine Zeit, wo das Licht rufen wird. Jesus ist das Licht. Gott ist das Licht. Und er wird rufen. Weißt du, wer Leute in die tiefste Dunkelheit stecken? Er wird nicht die Religiöse rufen, die wir probieren schon jahrelang, sich zu verändern. Nein, er wird rufen die Dunkelheit. Es ist die letzte Zeit, komm zurück, es ist Gnadezeit. Hörst du diesen Ruf? Hörst du diesen Ruf, dass es einen Gott gibt, wenn er einmal ganz stark rufen wird, vor dass es die Türe zugeschlossen wird? Ich rufe nur einmal, das Licht ruft nur einmal in Dunkelheit. Männer, Frauen, kommt raus. Es ist Gnadezeit. Die wird einen Tag aufhören. Aber solange wie die Gnadezeit ist, dieser Ruf von Gott, da möchte da drin sein. Bei dir auch. Gestern Abend habe ich so beschlossen, das Wort bei mir irgendwo zu löschen. Du bist selbst schuld. Und heute möchte ich ein zweites Wort löschen. Das heißt, mach dein Leben in Ordnung. Und ich möchte es ersetzen mit, geh zu Gott. Geh zu Jesus. Er verändert. Und ich glaube, es gibt nichts wichtiger als das. Zurzeit haben wir Zeit, diesen Ruf auf den Berg zu gehen, nach oben zu gehen. Und der Ruf ist so stark, dass wir weitergehen können als die Generation vor uns. Und das ist schwierig zu verstehen. Ich habe so, wir kommen so in die Endzeit und die Sünde ist zurzeit auf Erden so groß, wie sie noch nie war. Stimmt das? Und die Bibel sagt, wie größer die Sünde ist, wie stärker wird die Gnade sein. Wie stärker die Sünde auf der Erde ist und die ist stark zurzeit. Es hat noch nie so viele Kriege gegeben, es hat noch nie so viel Abtreibung gegeben, es hat noch nie, ich könnte ganz viel erzählen, die Erde ist gefüllt mit Sünde, wie es noch nie war. Was vor 30 Jahren noch Sünde war, ist heute ein Genugtuum. Wenn in Deutschland ein Politiker aufsteht und sagt, ich bin schwul, hat er schon 5% gewonnen. Wenn einer aufsteht und sagt, ich bin Christ, ich bin gläubig, hat er minus 10%. In der Zeit leben wir. Vor 8 Tagen ist ein Artikel in der Bild-Zeitung gewesen, dass dieser Fußballspieler Coutinho, ist ein Bild drin gewesen, wie er sich taufen hat lassen in der Badewanne. Und wie ich das gesehen habe, ich gedacht, oh Herr, wir müssen für diesen Mann beten. Weil die Medien, der Presse und alles, muss ich noch runtermachen. Verstehst du? Sich taufen lassen, du bist verrückt. Wenn er gesagt hätte, ich bin der erste Fußballspieler, wie ich sagte, ich bin schwul, hätte er wahrscheinlich die ganze Medien Applaus gemacht. In der Zeit leben wir.
Und wir werden die Welt nicht in Ordnung bringen. Das ist nicht unsere Sache. Wir werden den Ruf Gottes hören. Komm. Spüre in meinem Geist drin, dass der Ruf Gottes stärker wird. Das Licht wird rufen. Das Licht wird nicht die Erde verändern. Die Erde ist der Ort, wo Dämonen wohnen, wo der Teufel wohnt. Und ich glaube nicht, dass das Licht die Erde verändern wird, sondern das Licht wird rufen. Komm in das Licht hinein. Und dann wirst du selbst Licht werden. Und du kommst auf die Erde und du rufst andere Menschen in diese Richtung zu gehen. Wir wollen nicht der Club der Heiligen auf der Erde aufbauen, sondern wir wollen Menschen rufen, die Gegenwart Gottes zu kommen. Heute Morgen hätte ich gern etwas, dass wir alle das Wort macht dein Leben in Ordnung, lösche von unserem religiösen Wortschatz. Wahrscheinlich haben das alle von euch schon mal benutzt. Macht dein Leben in Ordnung, für dich oder für andere. Man könnte das Wort ersetzen, geh zu Jesus. Er wartet auf dich. Er heißt dich willkommen. Geh in das Licht. Geh in die Liebe, geh in die Heilung, geh in die Hoffnung. Geh da rein und es wird dich verändern. Denn die Bibel sagt, die Liebe Gottes treibt die Menschen zur Umkehr. Ich glaube, keine Religion hätte die Fähigkeit gehabt, mich zu verändern. Keine Bedrohung. Aber weißt du was? Die Liebe Gottes hat mein Leben Stück für Stück verändert und sie macht es weiter. Und das ist diese Botschaft, die ich heute Morgen geben möchte. Das Licht ruft, komm nach oben, komm nach oben. Wie hoch soll man denn kommen? Ich glaube, wenn man die Gnade lebt, wird jede Generation ein Stück höher kommen. Ich glaube, dass Gott zur Zeit dieser Ruf von Gott, der Gnade, macht, dass die unsichtbare Welt groß aufgegangen ist für die Sünder. Nicht für die heiligen Christen, für die Sünder. Und ich glaube, wenn du diesen Ruf hörst, komm in meine Gegenwart, mach nicht dein Leben in Ordnung, komm du in meine Gegenwart, dann wirst du spüren, wie Gott dein Geist ruft, immer höher zu gehen. Oder bist du zufrieden mit dieser geistlichen Höhe, wie du hast? Oh, ich bin errettet, ich bin getauft, ich komme in den Himmel und jetzt bringen wir eine gute Zeit auf Erde. Ist okay, wenn du das glaubst, du bist errettet. Aber ich weiß, dass Gott mein Geist ruft. Ich weiß, dass Gott mein Geist ruft, in eine andere Ebene zu kommen. Weißt du das auch? Spürst du, dass es einen Gott gibt, wie dein Geist ruft, auf eine andere Ebene zu kommen? Jahrelang in Europa hat man ein System gehabt, das nennt man Gemeinde. Und das ist so wie eine Glocke, wie alles gut christlich organisiert ist und wo man probiert hat, sein Leben in Ordnung zu bringen. Und ich habe den Eindruck, dass Gott dieser Deckel gerade am Wegmachen ist. Überall. Und jetzt Christi sagen, ich möchte nicht mehr unter dieser Glocke leben. Ich möchte mich vom Geist Gottes nach oben ziehen lassen. Ich reise auch sehr viel. Und ich habe entdeckt, und viele andere Leiter sagen es auch, dass in vielen Großstädten in Deutschland, in der Schweiz, nicht mal mehr 50% der wiedergeborenen Christen in Gemeinde gehen. Weil sie diese Deckel nicht mehr verkraften. Dieses Kontrollsystem und das Mögliche macht dein Leben in Ordnung. Und immer so Predigte, halb Gnade, halb Gesetz. Und du merkst am Ende vom Jahr, du bist keinen Zentimeter höher gewachsen. Du hast dich vielleicht integriert in diesem Gemeindesystem, bist nicht gewachsen. Ich glaube, dass Gott in viele Gemeinden gerade dran ist, diese Deckel wegzumachen und sie entdecken, dass es andere Ebenen gibt, wie sie bis jetzt gelernt haben. Ich glaube, das, was in Toronto geschehen ist, vor, ich glaube, 15, 20 Jahre war nur ein Anfang. Es gibt ja so Internetseiten, wo, glaube ich, mehr als 300 Leute draufgeschrieben haben, dass sie während Gottesdienst Goldzähne bekommen haben. Ich habe selbst 7 Stück in meinem Mund von Gott bekommen. Das war nur ein Anfang. Und ich weiß, diese Generationen vor uns, wie so viel durch Leistung ihr Leben probiert haben, in Ordnung zu bringen, können das nicht verstehen. Das ist eine Ebene, wo es nicht mehr biblisch und mit, obwohl die Bibel sagt, Silber und Gold gehört Gott. Amen.
weil dieser Deckel drauf war. Jahrelang haben sie unter diesem Deckel gelebt. Und ich glaube, dass so Gott zur Zeit dieser Deckel wegmacht, dieser Deckel öfter wie ein Deckel der Leistungsdenke, der Gesetzlichkeit ist. Und der Geist Gottes ruft, in andere Ebene zu gehen, höher zu gehen. Wir verbringen nicht mehr Zeit, probiere unsere Leben in Ordnung zu bringen, sondern wir bringen unser Chaos vor den Thron Gottes. Amen. Sagt nicht der Pirox, sagt, ich kann so weiterleben. Nein, ich sage nicht, du kannst so weiterleben. Aber ich sage, geh zu deinem Gott, wenn er dich ruft, mehr und mehr. Nimm dir die Zeit. Wisst ihr, was der erste Beruf im Teufel ist? Er ist Beschäftigungstherapeut. Und auch Christen sind beschäftigt. Christlich, familiär, von einer Geburtstagsparty zu der anderen gehen, von einem Programm zum anderen gehen, den ganzen Tag online zu sein, das Handy immer an, immer Nachrichten zu bekommen, WhatsApp und was es noch alles gibt. Er ist Beschäftigungstherapeut. Und die Zeit, wo du verbringst an diese blöden Geräte, Entschuldigung, gehst du nicht für den Thron Gottes. Ich rede für alle, ich rede auch für mich. Und das hat etwas mit Disziplin zu tun. Nummer eins in meinem Leben ist Jesus Christus. Nummer eins in meinem Leben ist nicht Kontakt haben mit vielen Leuten. Es tut nicht mein Leben beeinflussen, wenn ich auf 3.000 oder 4.000 oder 10.000 Freunde habe. Das interessiert mich gar nicht. Ich habe einen Freund, der heißt Jesus. Und da müssen wir zurückkommen. Denk dran, der Teufel ist Beschäftigungstherapie. Fang an, Disziplin in deinem Leben zu haben, alles, was deine Zeit auffrisst, zu kontrollieren und zu löschen. Ich wurde diese freundschaftliche Blicke hinweg, gerade bei einigen Leuten. Wem gehört deine Zeit? Ja, das ist leicht zu sagen. Aber mach mal so Bilanz. Was ist das so schön bei... Auf meinem Tablet bekomme ich jede Woche immer so E-Mail. Sie haben diese Woche so und so viel Zeit verbracht online. Kennt ihr das? Und ich dachte, oh shit. Wie viel Mal denkst du, dass Gott dich gerufen hat? Komm in meine Gegenwart. Komm vor meinen Thron. Komm in mein Licht hinein. Komm in meine Liebe. Komm in meinen Segen hinein. Komm, ich habe Heilung für dein Herz. Komm. Aber wir haben es nicht gehört, wir waren so beschäftigt. Und dann gibt es der Ankläger der Brüder, wie noch sagt, mach dein Leben zuerst in Ordnung. Und weißt du was, der Weg nach oben. Weißt du, dass Gott einen Tisch gedeckt hat, obwohl er einen Teller und eine Gabel und ein Messer für dich hat. Jeden Tag. Jeden Tag kannst du zu Gott gehen und frische Nahrung haben. Wie viel Mal ist da oben Jesus gewesen und dein Platz und mein Platz ist leer geblieben? Warum ist er leer geblieben? Weil wir ein schlechtes Gewissen gehabt haben, weil wir probiert haben, unser Leben in Ordnung zu bringen, oder weil wir so beschäftigt waren mit anderen Sachen? Ich sage dir etwas, es ist die Zeit, wo Gott ruft, in das Licht zu kommen. Und er wird uns Licht geben. Und wir werden das Licht gebrauchen. Es wird eine Zeit kommen, wo die Dunkelheit stärker wird auf Erde. Und wir werden mehr und mehr in diesen Kampf reingehen. Und wenn du in den Kampf reingehst und du hast das Licht nicht dir abgeholt, dann wirst du Probleme bekommen. Diese Freizeit ist nicht nur eine Freizeit, wo wir für dieses Land beten, sondern diese Freizeit ist auch Freizeit, wo du eine richtige Ration Licht bekommst für die Zeit, wie kommen wird in die Zukunft. Und ganz besonders, wenn du ins Prophetische gehst, wenn Gott dir die Tür aufmacht für die unsichtbare Welt, dann brauchst du dieses Licht, du brauchst diese Reserve. Und ich glaube, es ist gut, dass wir da sind. Das ist eine prophetische Schule und eine prophetische Gebetsarmee, dass wir Zeit haben, wo wir beten. Aber es ist auch Zeit, wo wir in dieses Licht mehr und mehr reingehen. Das Licht selbst ruft uns.
Und ich glaube, wir müssen diesen Ruf wieder spüren. Und weißt du, wenn du diesen Ruf folgst und das Licht berührt dich und das Licht ist in dir drin. Ich kann etwas sagen, die Ungläubigen sehen das Licht und sie spüren das Licht. Und die Leute, die in der Dunkelheit sind und gebunden sind, die Dunkelheit sind und im Käfig der Dunkelheit sitzen schon jahrelang und sie begegnen und sie spüren, da ist Licht, da ist der Tunnel, wie rausgeht von ihrem Leben. Sie werden dich sogar ansprechen. Ich habe so Freizeit gemacht in Frankreich. Im Heimweg habe ich meine Eltern besucht. Und meine Frau war dabei und die Kinder. Dann hat es Kaffeekuchen gegeben und so Familientreffen, weißt du. Und ich komme gerade von der Freizeit, habe 8 Tage gepredigt und das passt einfach nicht zusammen, ich weiß nicht warum. Und dann habe ich meine Frau, meine Kinder mit meinen Eltern einfach gelassen und ich habe gesagt, oh, ich möchte einfach spazieren gehen. Und ich gehe in Straßburg spazieren, 500.000 Einwohner, ich gehe in die Stadt Straßburg spazieren, ich wohne schon 30, 40 Jahre nicht mehr dort in der Stadt spazieren. Und plötzlich kommt eine Frau entgegen, bleibt stehen vor mir, schaut mich an und sagt, ich habe Ängste, ich habe Ängste. Dann sage ich, vor was haben Sie Ängste? Ich habe Krebs, ich werde sterben. Ich kenne die Frau nicht, die kennt mich auch nicht. Ich werde sterben. Und ich sagte, kann ich für Sie beten? Und sagt, oh ja. Und da auf der Straße habe ich die Hände aufgelegt, habe gebetet, sie hat Befreiung bekommen, sie hat Heilung bekommen. Und dann dreht sie sich rum, geht weiter und sagt, danke Gott, ich habe einen Engel getroffen. Die glaubt es heute noch. Weißt du warum? Diese Frau hat das Licht gesehen. In ihrem Gefängnis der Angst. Und ich kann dir sagen, so Freizeit wie hier, so Prophetenschule wie hier, ist auch ein Moment, wo wir in das Licht reingehen. Und wenn wir nach Hause gehen, und das Licht ist da drin. Und dann vielleicht sogar, wenn wir zu Hause sind und sagen, hey, ich probiere es. Ich sage nicht mehr, Selbstschuld. Ich sage nicht mehr, mach dein Leben in Ordnung. Sondern ich gehe nach Hause und nehme Zeit, alle Tag. Gott, rufst du mich? Hallo, willst du, dass ich komme? Probiert mal das Spiel, das geht gut. Als meine Kinder klein waren und meine Frau einkaufen gegangen ist, haben wir immer Versteck gespielt. Überall in Schränke, unter dem Bett, überall. Mutter war ja nicht da. Und die Kinder haben da Freude gehabt. Und ich weiß noch, dann habe ich mich versteckt. Und die Kinder, natürlich suche ich so gern den Papa. Und ich habe mich auf das Gut versteckt, hinter den Kleidern, im Schrank drin. So. Aber Kinder geben schnell auf. Und ich weiß noch, wie dann, Papa, wo bist du? Natürlich habe ich nichts gesagt, im Schrank drin. Von einem Zimmer ins andere gegangen, von einer Etage in der andere. Und dann merkte ich, wie sie plötzlich resignieren. Ah, oh, finden wir nicht. Oh. Dann habe ich ein bisschen mitgeholfen, wenn sie dann im anderen Zimmer war, habe ich so in meinem Schrank so ganz seitlich, miau, miau. Wir hatten keine Katze zur Zeit, aber. Und ich sehe, wie die anderen einmal anders, ah, ich habe gehört, das muss im Zimmer neben dran sein. Papa, wo bist du? Papa, wo bist du? Miau, miau. Und plötzlich haben sie den Schrank aufgemacht und haben die Kleider geguckt. Und plötzlich sind alle zwei im Schrank drin gewesen. Wow, Papa. Und es war fast für mich schöner wie für sie. Diese, wow, ich habe dich gefunden. Kann es so mit Gott auch sein? Hat Gott Sehnsucht, dass du ihn findest? Wenn du morgen früh oder wenn du nach Hause kommst, Gott, hast du Sehnsucht nach mir? Nicht immer die religiöse Gebete, wie wir immer beten. Dieses fromme Zeug, das ist langweilig manchmal. Jesus, wo hast du dich versteckt? Ich weiß wo, aber ruf mich, ruf mich. Ich weiß nicht, manche Leute denken, Gott sieht aus wie Buddha. Aber sieht nicht aus wie Buddha, Gott ist freundlich. Er ist gütig. Verstehst du?
Und ich glaube, er möchte auch mal Spaß haben mit uns. Er möchte, dass wir ihn finden, dass wir ihn suchen. Er möchte, dass wir seinen Ruf wieder hören im Geist. Wenn wir von unserer Seele in den Geist könnten kommen, würden wir viel mehr den Ruf Gottes hören. Stimmt das? Unsere Seele, wisst ihr, das ist dieser Fliegenfänger. Und wenn du ein paar Fliegen draufhängen, dann schreit die Seele, mach die Fliege weg, mach die Fliege weg, mach die Fliege weg. Vergiss doch die Fliege. Geh doch zu Gott. Ich sage es nochmal, in deinem Geist ist etwas drin, was der Ruf Gottes hört. Ich liebe die Geschichte vom kleinen Samuel. Er schläft im Tempel und dann hört er den Ruf, Samuel, Samuel, und er geht zum Priester Eli. Eli, hast du mich gerufen? Er sagt, nein, geh wieder schlafen, du hörst Stimme wahrscheinlich. Ein zweites Mal, ein drittes Mal, und dann weiß Eli, da hört keine Stimme, das ist Gott, wie ihn gerufen hat. Wir denken manchmal, wir hören vielleicht Stimme, aber ich sage dir was, Gott ruft dich ganz neu, wenn du nach Hause kommst. Und du musst entscheiden, der Ruf Gottes oder den Alltag. Der Ruf Gottes oder deine Gefühle. Der Ruf Gottes oder dein Verstand. Wenn Gott dich ruft und wenn es die Nacht ist, steh auf. Und ich sage, Gott möchte ich alle Tag rufen. Komm in das Licht. Ich bringe dein Leben in Ordnung. Wenn wir den Ruf Gottes folgen würden, würde unser Leben schon lange in Ordnung sein. Ich rede von uns. Aber wir haben probiert, wir haben so viel Predigt gehört, was wir alles in Ordnung bringen sollen. Und das ist auch Beschäftigungstherapie. Hör den Ruf Gottes und Gott macht dein Leben in Ordnung. Als der Herr gesprochen hat zu mir, ich sage, Piero, du wirst gebetsame rufen und er werdet mehr und mehr Länder gehen und in Städte gehen, durch den Auftrag erfüllen. Dann bin ich ein logischer Mensch, wie ich im Verstand denken kann. Habe ich gesagt, Herr, wie kann das möglich sein, dass ich im Jahr ein paar Mal hingehe? Das können sich ja die Leute nicht finanzieren, das ist nicht unmöglich und Stress und alles Mögliche. Und der Herr sagt, glaubst du, wenn ich die Menschen rufe, dass ich mich nicht bekümmere um sie? Dann habe ich die erste Prophetenschule in Israel gemacht. Und wir waren so kurz über 100 Leute. Und der letzte Tag sagt der Herr, fragt die Leute, wer hat wieder den Zettel bekommen, hat finanziell die Fähigkeit gehabt zu kommen. Und wer hat sie nicht gehabt. Und mehr als die Hälfte hat nicht das Geld gehabt. Und sie haben uns alle übernatürlich bekommen. Und der Gott hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo du mit der Gebetsarmee in Städte wirst gehen. Du wirst dort dienen. Und während dass die Leute hier sind, die dienen, werden Engel in ihr Haus kommen. Ich möchte ganz besonders Frauen ansprechen. Ich habe mir vor, wenn Gott dich ruft, irgendwo hingehen zu beten und du hast so eine Bergewäsche. Glaubst du, dass Gott Engel kann schicken und kann sie bügeln? Glaubst du, dass Engel können kommen und den Staub von deinem Haus wegmachen? Glaubst du, Männer, dass Engel können kommen und das Ölwechsel machen in deinem Auto? Vielleicht denkt der Piero, du bist jetzt. Aber weißt du, wie höher du im Geist kommst, wirst du Wunder erleben. Wenn du ins Prophetische gehst, wie mehr und mehr gehst, weil Gott dich ruft und du gehst immer in höhere Ebene rein, da wirst du sehen, wie dein Verstand total rebelliert. Und du gehst ins Übernatürliche hinein. Weil Gott hat gesagt in seinem Wort, trachte zuerst am Reich des Herrn. Wenn Gott dich ruft, da bekümmert sich um deine Gesundheit, um deine Finanzen, um dein Haus und um deine Familie. Wenn du selber machen möchtest, musst du viel beten. Mach es, wenn Gott dich ruft.
nicht aus deinen seelischen Kräften, sondern wir werden in eine Ebene reinkommen, wo wir Sachen nicht mehr verstehen können. Wahrscheinlich haben der größte Teil von euch das Buch gelesen, Wunder aus Liebe, wie ich geschrieben habe. Und das war schon bestimmt vor 15 Jahren. Aber ich kann das sagen, es hat nicht aufgehört. Und ich habe erlebt in meinem Leben, wenn Gott dich ruft, ist alles möglich. Ich habe so viel Wunder erlebt in meinem Leben, dass alles möglich ist. Wenn Gott sagt, Piero, mach das und das. Und ich sage immer, Gott, es geht nicht. Mein Verstand sagt, es geht nicht. Aber wenn Gott ruft und du machst es, ich kann dir sagen, auch die Organisation von dieser Prophetenschule hier war vom Verstand unmöglich, weil es keine Flüge mehr gab. Und dann haben wir ein ganzes Flugzeug bestellt. Wenn wir jetzt heimfahren, haben wir ein eigenes Flugzeug. Verstehst du? Es war unmöglich. Weil finanziell zu sagen, ich bestelle ein Flugzeug, das ist es um Kosten, wenn nicht genug Leute reingeht, hat er ein riesen Defizit gemacht. Und weil Israel Freizeit ganz kurz danach ist, war es so für mich unmöglich. Und irgendwo, wie mehr ich gebetet habe, dann hat Gott gesagt, mach es. Und plötzlich war ich, ich kann doch sagen, das Flugzeug ist 95% voll, wenn wir rein werden fahren. Das ist Gott. Das Unmögliche wird möglich, wenn er ruft. Der Teufel ruft öfters und der religiöse Geist macht dein Leben in Ordnung. Pastoren sagen öfters, mach dein Leben in Ordnung. Eltern sagen öfters, ihre Kinder, mach dein Leben in Ordnung. Und weißt du was? Es ist religiös. Sondern sag deine Kinder, Gott wartet auf dich. Gott hat eine Berufung für dich. Gott ruft dich. Und dann spüren sie diesen Ruf und sie werden gehen. Der Ruf Gottes ist das Licht Gottes. Und wir sind Träger des Rufes Gottes. Du tragst den Ruf Gottes, du tragst das Licht in dir drin. Und wie mehr du hingehst, wie stärker wird das Licht sein. Und wie mehr du da bist, kannst du diese Dunkelheit konfrontieren. In deinem Ort, wo du wohnst, in deiner Familie, bei deiner Nachbarschaft, du kannst es konfrontieren. Wir sind Kinder des Lichtes, Halleluja. Wow. Komm, mach den Moment auf. Ich möchte, dass der Moment dich total entspannt vor Gott. Ich sage es nochmal, dein Geist hört den Ruf Gottes. Deine Seele nicht, dein Verstand nicht. Dein Körper öfters nicht, aber dein Geist. David hat diesen Ruf von Gott gehört in seinem Geist. Und dann spricht er zu seiner Seele und sagt, Seele, wir gehen jetzt Gott anbeten. Er schleppt seine Seele mit. Dein Geist, hör den Ruf Gottes. Nimm dein Geist wieder wahr. Er ist tief und tief und tief in dir drin. Ist deine richtige Persönlichkeit. Es sind nicht deine Gefühle. Es ist nicht dein Verstand, sondern deine tiefste Persönlichkeit. Das ist so wie der Motor in deinem Leben. Und er hört Ruf. Mein Kind, ich brauch dich. Mein Kind, ich ruf dich. Mein Kind, ich ruf dich. Ich ruf dich ganz neu. Mein Kind, ich ruf dich. Mein Kind, komm zu mir. Mein Kind, komm zurück. Oh, komm zurück. Oh, komm zurück. Mein Kind, es ruft dich. Mein Kind, ich ruf dich, komme zu mir. Ich hab alles vollbracht, ich hab alles vollbracht, ich hab alles vollbracht. Ich ruf dich, komm zu mir
mein Blut ist so stark. Mein Blut hat dich gekauft. Wow. Ich rufe dich. Ich liebe dich. Ich brauche dich, mein Kind. Okiaba kiamo, tikababa sikiamo, tiama kiabo koyo kiamanin. Meine Gnade ist da, meine Gnade ist da, meine Gnade ist da. Sie erfüllt die ganze Erde. Sie erfüllt Tunesien, sie erfüllt die Länder. Meine Gnade ist so stark, meine Gnade ist so stark, so stark. Für dich, für dich. Ich sende Regen, ich sende Regen. Ich sende Regen über dich. Regen der Heilung, Regen der Freiheit. Und es kommt und es kommt und es kommt. Regen der Heilung, Regen der Heilung. Und die Religiosität wird weggehen von meinen Kindern, von meiner Gemeinde. Die Religiosität wird weggehen über deine Stadt. Es wird eine neue Stadt und ein neues Land werden. Die Macht der Anklage wird zerbrochen werden. Und die Freiheit des Geistes wird kommen. Sie wird kommen. Oh, ich möchte, dass du es einatmest. Es ist Frühling, wie kommt, sagt der Herr. Dieser Frühling wird kommen. Er wird kommen über dein Leben. Es wird kommen. Ich prophezeie eine neue Zeit, sagt der Herr. Eine neue Zeit. Ich ruf dich. Ich ruf dich ganz neu. Ich ruf dich ganz neu. Ich ruf dich ganz neu. Mein Ruf ist da. Wow. Oh, atme es ein. Du wirst den Frühling sehen. Du wirst den Spätregen kennenlernen, sagt der Herr. Herr, wird kommen, dieses Spätregen über deine ganze Familie, über dein Hab und Gut. Und der Staub der Vergangenheit, der wird weggehen. Und es wird eine neue Zeit kommen. Ich ruf dich. Ich brauch dich. Ich lieb dich. Du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Du bist mein Kind.